Meine Damen und Herren, es ist Donnerstag, der 28.04. Wir haben Folge 109 Astra Colada in Urlaub von Daniel Hüttmann. Man kann nicht wirklich sagen Urlaub, man kann höchstens sagen Höchststrafe, weil Daniel Hüttmann ist mit der Schlagertour XXL unterwegs. Liebe Grüße gehen dann raus an alle Großraumdiskotheken dieser Stadt, wollte ich sagen. Der Daniel hat mir jemanden hier hingesetzt. Er gesagt, haben wir jemanden gefragt, sozusagen als Urlaubsvertretung. Jemand, der unfassbar viel Spaß hat, vor dem Mikrofon zu stehen, unfassbar viel Spaß hat, sich zu öffnen, mit Menschen zu reden. Eigentlich die geborene Rampensau ist, sie weiß es bloß noch nicht. Wir haben hier die Urlaubsvertretung Katharina Schlaf. Was ein Intro. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen dann entwickeln und ich zur Rampensau werde. Ich versprühe mein Zauberpulver, wie bei Tinkerbell, und dann das über deinen willigen Körper, der dann fliegen möchte. Kann man das so sagen? Oder der kleine das Vampir. Klingt komisch. Ja, gibt es beim kleinen Vampir nicht auch Vampirpulver? Oh, beim kleinen Vampir kenne ich mich nicht aus, aber Tinkerbell, da kann man fliegen. Da bin ich ganz sicher und das will ich jetzt. Wir haben heute jemanden mitgebracht, weil es ja doch eine erste Folge ist. Haben wir uns jetzt mal gemeinsam überlegt, wir werfen dich jetzt noch nicht in die komplette Verantwortung hinein, weil ne, als Gastgeberin heißt es, man muss halt mehr geben, ne? Also man ist mehr in der Verantwortung und wir teilen die uns jetzt halt ein bisschen auf. Das heißt, du, um erstmal reinzukommen, hast jemand mitgebracht, der, wie soll man sagen, heute das Stützrad an deiner Seite ist. Voll. Ich habe einen guten Freund mitgebracht, Markus Viehweg, der ein sehr spannender Mensch ist, wie ich finde, und viele tolle Sachen macht und vor allem ganz gut dummes Zeug reden kann. Vor allem merke ich gerade, also ihr seid davon ausgegangen, dass ich dir einfach mache. Das habe ich vorher nicht gewusst. Jetzt habe ich mir natürlich, habe ich mich ganz anders eingegroovt, ehrlich gesagt. Ich glaube, nur Hauke ist davon ausgegangen. Aber okay, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf als dein Stützrad. Man hat ja gerade gesagt, du machst halt interessante Sachen. Ich kenne dich halt einfach nur irgendwie sehr talentiert am Getränk. Absolut. Das und ist auch sehr, eine meiner sehr talentiert am Scheiße reden. Das stimmt. Und ich habe so mitbekommen, dass du halt auch nebenbei so hobbymäßig das eine oder andere Mal auf den Kessel haust. Auf den Kessel? Ja, das stimmt nicht ganz. Aber weil, eher nee, auf das ist tatsächlich, ich finde es ja wirklich eine interessante, ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist eine interessante Gesprächsrunde eigentlich, die wir hier haben, weil Kader und ich kennen uns, ja, würde ich sagen, doch wirklich sehr, sehr gut seit langer Zeit. Lange. Und wir kennen uns eigentlich wirklich eher aus dem Unterwegssein, aber eigentlich weißt du nicht viel über mich. Das finde ich ganz nicht gut. Das heißt, wir haben hier eine Mischung aus wirklich viel Informationen haben und gar keine Informationen haben. Deswegen freue ich mich extrem, hier in dieser Verhörsituation zu sein. Also erste große Frage von mir, woher kennt ihr euch eigentlich und wie lange kennt ihr euch eigentlich? Kada, du schreitest ein, wenn ich Quatsch erzähle. Wir kennen ich rechne uns schon. Ja, ich auch. Was rechnen wir eigentlich? Ich wusste, wer du bist und du vielleicht, wer ich bin? Genau, genau. Wow. Wann seid ihr da hingezogen in das Örtchen, wo ich gewohnt habe? Weil da war das schon. 2000. Man könnte also sagen, wir kennen uns. Alter. Seit dem Millennium. Wir sind quasi, unsere Bekanntschaft ist ein Millennial. Und da ich aber das ein oder andere Jahr älter bin und ja, natürlich in der Schule, das so 2-3 Jahre Unterschied oder 4, glaube ich, ne? Sagen wir ein paar Jahre. Irgendwie ein paar Jahre. Ja, doch einen heftigen Unterschied machen. Wusste ich nicht, wer du bist zu der Zeit, aber ich glaube andersrum ein bisschen. Das heißt, ja, also das erste Mal über den Weg gelaufen sind wir uns vor
Dementsprechend 22 Jahren. Und du hast jetzt keinen Brief geschrieben im Sinne von, ich finde dich ziemlich toll, möchtest du mit mir Musik machen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ich ihm? Ja. Sie hat das an die Wand gesprayt, aber ich habe, das war mir, haben wir noch nie drüber geredet. Wer mit Markus Fiebeck knutscht, kriegt Herpes. Das ist so, ja. Wisst ihr, dass irgendwo an irgendwelchen Schulen dumme Sachen über euch stehen? Ich weiß ganz, ganz doll, dass in der Schule in Stade, in der BBS, da steht auf dem Herrenklo, wer mit Danny und Hauke knutscht, bekommt Herpes. Wirklich? Ja. Steht da nur das oder deutlich mehr über dich? Sei nee, ehrlich. Da steht nur das. Sollten wir da mal vorbeifahren? Ja, und meine alte Telefonnummer wahrscheinlich. Mal gucken. Ah, das ist beeindruckend. Ich würde sagen, das steht bei mir für mich da nicht mehr, weil das auch komplett umgebaut wurde. Diese Schule ist eine völlig andere. Ich habe die zu meinem 10-jährigen Abi vor langer, langer Zeit nochmal besucht und habe mich kaum zurechtgefunden, weil sie das komplette Haus umgebaut haben. Ja, vor allem die Toiletten sind hoffentlich viel früher schon umgebaut worden. Die waren ja grauenhaft. Ja, so, also wir kennen uns seit 22 Jahren. Aber auf der anderen Seite hängen wir auch nicht seit 22 Jahren zusammen ab. Also wirklich kennengelernt haben wir uns dann eigentlich erst, als wir zusammen auf Tour waren. Weil ich als Bassist damals mit Glasbandspiel unterwegs war, wo Kada eben auch mit am Start war im Tourtross. Und das war 2014. Auch das weiß ich nicht genau. Ungefähr. Weil du aber, ich war vor, habe ich noch Merch gemacht, als du dazu gekommen bist, oder habe ich da schon Tourmanagement gemacht? Kein Merch, ja. Ach, guck. Naja. Egal, sowas in der Richtung. Und dann wurde das viel intensiver. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, Markus Fiebeck ist Mucker. Warum hab ich dich die ganze Zeit mal als Schlagzeuger gespeichert? Ja, total. Ich sehe dich und denke halt immer, der muss doch Schlagzeuger sein. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich Schlagzeug total liebe. Also eigentlich es ist eine der schönsten Sachen als Bassist, dass man mit Schlagzeugern zusammen so eng zusammenarbeiten darf. Ich bin ein riesen Schlagzeugfan. Also wenn ich Musik höre, so ganz privat, dann bin ich der Typ, der nervig auf allem mit rumtrommelt und Schlagzeuger liebt. Wie bist denn du zu Glasperlenspiel? Warte mal, nur um es nochmal für mich an den Start zu kriegen. Du guckst mich gerade mit erwartungsvollen Augen an und du möchtest wahrscheinlich nicht, dass ich dir einen Ohrwurm in den Gehörgang lege. Ich würde aber gern, dass du singst. Ich würde, dass du, wollt einfach nur, dass du das Wort richtig aussprichst, aber jetzt habe ich Angst. Jetzt singst du. Geiles Leben oder was? Ist Glasperlenspiel geiles Leben. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Exakt. Gut. Ganz genau. Das war aber auch nur der einzige Hit von Glasperlenspiel, oder? Muss ich tatsächlich, also definiere Hit, aber wenn wir über Top Ten reden und Goldplatten und bla bla bla, dann definitiv nicht. Also tatsächlich, der gab's, was waren die größten? Das erste war echt, auf alle Fälle. Echt war auf jeden Fall schon mal gleich mehrfach Gold, glaube ich, nie vergessen war. Super, ja. Krass. Ich würde aber behaupten, dass es nicht unbedingt ganz in deiner Playlist aufgetaucht ist. Nie. Ja. Das wundert mich auch ich nicht. Ich habe mich meistens halt immer für die Menschen geschämt, die halt in ihren in ihr Autos rumgefahren sind, im Cabrio und dann ganz laut, ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Weil ich habe das irgendwie immer so ein bisschen mit Ballermann verortet. Weil der Song so oft, also der hat ja sogar einen echten Inhalt und sogar eine ganz coole Aussage, wie ich finde. Aber er wird halt gerne einfach so nicht genutzt. Also ich muss sagen, ich feiere den Song genau dafür auch total ab, weil ja, so ne, diese Zeile, weil das ziemlich klar beweist, also es ist eine gute Studie über Popmusik, dass Leute auf keinen Fall länger als zwei Zeilen zuhören, weil dann wird schon klar, dass das in dem Sinne ironisch gemeint ist und eben nicht darum geht, dass man irgendwie dass Champagnerfäden ein geiles Leben bedeuten würden. Das Witzige ist, dass wir durchaus einige gute Situationen hatten, wo Leute, gegen die der Song in gewisser Weise ein bisschen geschrieben ist, uns quasi in die Arme gefallen sind und gesagt haben, wie cool, ihr habt einen Song über mein Leben geschrieben. Und wir sagen, mit voller Ernsthaftigkeit sagen konnten, ja. Aber ihnen war nicht klar, dass es ist ein Protestsong. Wollt ihr mir jetzt erklären, dass das geiles Leben ein Protestsong gegen die Gier und den Massenkonsum von Luxusgütern oder Also ihr habt den wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal gehört. Ich habe schon mal gehört, auf jeden Fall. Aber ja, also das schockiert dich jetzt, weil das natürlich Mainstream ist, aber Nee, gar nicht. Ich bin ja kein Mainstream-Hasser. Doch, doch. Also, du bist ein Mainstream-Hasser. Doch, bist du. Bist du. Nein, Quatsch. Spaß. Also Protestsong ist ein sehr großes Wort, aber das ist schon. Aber schon, ja. Ja, doch. Also für
deutschen Elektropop ist das ein Protestsong. Ja, in dem Range, muss man sagen. Genau. Und der relativ gut funktioniert hat. Wo sind wir? Triple Platin oder so? Also es war schon... Wo sind wir denn hier? Triple Platin! Geil! Der hat sehr gut funktioniert. Ich habe Triple Platin verstanden. Wirklich? Ja. Das sagt sehr viel über dich aus. Wir reden hier über Musik. Ja, ich weiß. Ja. Das lassen wir jetzt so stehen. Kurze Pause. Peinliche Stille. Bist du Gründungsmitglied oder bist du... Nein. Bist du eingekauftes Musikwesen? Ja. Also ich, genau, die Band als solches sind quasi die beiden Frontleute, das ist quasi die Firma, Band und alles andere und ich bin quasi dabei als Musiker, genau, aber auf, als freiberuflicher Musiker quasi. Also ich bin nicht, wie sagt man so schön, Hired Gun würde man das wohl nennen, ja. Hired Gun? Ja, so nennen die Amis das, klingt cooler, ne, als zugekaufter Bassist. Mir hat auf jeden Fall jemand gesagt, er hasst es total, wenn er als Söldner bezeichnet wird. Weil so werden halt auch oft MusikerInnen bezeichnet. Ach, es gibt noch ganz andere Begriffe für dich. Ja, zum Beispiel? Ja. Ja, ne? Jetzt genau. Kommst du, ne? Genau. Jetzt hast du mir kurz mal eine angeworfen, aber. Ja. Nee, ach, ich wurde schon mal als Popnote bezeichnet, auf jeden Fall. Aber, oh, das ist schön. Mein Gott, nee, das so sehe ich das nicht. Aber ich bin nicht Teil, also weder Gründungsmitglied noch Teil der Firma Glasperlenspiele, aber das ist im Pop-Bereich ja tatsächlich der Usus. Ne? Man hat einen Frontkünstler, in dem Fall sind es zwei, und der Rest ist quasi dazugeholt. Um so gesehen nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, Katharina war unterwegs mit Glasperlenspiel, weil du Merchandise gemacht hast? Ich habe erst Merchandise gemacht in meiner Ausbildung, da hießen die am Anfang auch noch anders und dann habe ich irgendwie studiert und irgendwie Tourmanagement angefangen. Darüber habt ihr euch dann wieder gesehen, weil du mit denen unterwegs gewesen bist und dann habt ihr ganz viel Zeit auf Tour miteinander verbracht. Das lässt sich nicht verhindern, ja. Und dann ist aber der wichtigste Punkt unserer Freundschaft, dass du dich endlich entschieden hast, in die einzige sinnvolle Stadt, nämlich Hamburg, zu ziehen. Das ist völlig richtig. Ja, das freut mich immer noch, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Vielen Dank, ja. Ja, seitdem sehen wir uns nahezu regelmäßig, würde ich fast sagen. Ja. Je nachdem. Bisschen Corona zwischendrin, ein bisschen Tour zwischendrin, aber sonst ja. Ja. Bist du immer noch Hired Gun bei Glasperlenspiel? Gibt es die überhaupt noch? Die gibt es noch, die sind unterwegs, aber tatsächlich im Moment zu zweit, so DJ-mäßig. Insofern bin ich... Weil auch günstiger? Wer kann sich schon die teuren Produktionen leisten? Naja, vor allem ehrlicherweise natürlich mich, ne? Ich bin... Scheiße teuer. Das muss man einfach so sagen. So eine Rolex kauft sich auch nicht von selber. So, ne? Und ist mir halt einfach wichtig. Ist mir einfach wichtig. Möchtest du sagen, bei wem du jetzt Hired Gun bist? Bist du denn noch Hired Gun? Du bist auch durchgehend Hired Gun, ich oder? Ich bin durchgehend Hired Gun. Naja, also es stehen im Sommer tatsächlich wirklich fünf Konzerte an. Sehr viele Sachen an. Fünf, ja. Ja, du wirst lachen. Das sind, glaube ich, sieben. Oder? Ja, nee, mit einer sehr großen Produktion, was ich allerdings noch nicht sagen kann, weil es noch nicht offiziell ist. Aber genau, das passiert noch. Aber ehrlicherweise natürlich in den letzten zwei Jahren hat sich das mein Tätigkeitsfeld doch ziemlich verschoben. Also im Sinne, dass ich sehr viel mehr Songwriting mache, also für andere. Schlagerstars. Ich habe sogar schon mal einen Schlager-Release an den Start gebracht, erfolgreich. Aber vor allem halt Popkram, ne? Und produziere aber auch. Genau. Und da sind es eben auch aus dem Pop-Bereich irgendwie eher so Newcomer, aber ich mache auch Werbemusik, was mir durchaus ziemlich den Allerwertesten gerettet hat über diese katastrophale Zeit, weil halt mein Haupt-Income war Live-Spielen. So, deswegen war ich definitiv einer von denen, die erstmal, naja, auf die Fresse fliegen. Ich meine, ich hatte davor, das war eine gute Zeit so, ich hatte meinen Puffer, aber das war eine Vollbremsung von 150 auf 0. Aber geht's dir denn einigermaßen gut damit? Also weil bei vielen ist es ja so, dass dann das Live-Spielen, also Geld verdienen ist die eine Sache, klar, müssen wir alle irgendwie, aber dass das Live-Spielen ja so viel mehr bedeutet und gibt. Ist es auch. Das ist eine Katastrophe. Also das, der Punkt ist eine Katastrophe. Also natürlich war es am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, super schwierig, weil ich mir schon gedacht habe, durch meine
studierte Vorbildung, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, alles mit diesem Viruskram. Und da hatte ich schon auch, also Existenzängste ist jetzt ein großes Wort, aber ich hatte schon Sorgen so oder hatte schon überlegt, wie das jetzt, wie das geht. Das war nicht so schön. Das habe ich dann irgendwie in erfreulicher Weise in den Griff bekommen. Aber wie du sagst, es ist ja kein, also wäre es einfach nur ein Job, dann, um Geld zu verdienen, dann gibt es schlauere Dinge, die man machen kann. Also es ist als jetzt irgendwie Musik so, ne? Das ist ja einfach auch ein wichtiger Teil von mir. Und natürlich stehe ich gern auf der Bühne. Und natürlich fährt mir das wie Sau. Aber ist doch schön, dass es dann diesen Sommer wenigstens ein bisschen losgeht. Ein bisschen, genau, ja. Und gibt auch noch ein paar kleinere Sachen, die passieren. Also es ist ganz okay. Also ich bin einfach happy, mal wieder, ja, so blöd ist, aber einfach auf der Bühne zu stehen, definitiv. Ist das schwierig, wieder reinzukommen? Also ich meine, gerade weil du Hired Gun bist, heißt es ja auch, das musst du ja eine unfassbar große Netzwerkpflege haben und die Bands, mit denen man sich halt vorher irgendwie auseinandergesetzt haben, wie ich jetzt gerade mitbekommen bei Glasperlenspiel, setzen dann halt wieder auf, meinetwegen, auf eine DJ-Produktion und man bekommt ja halt auch gerade mit, wie teuer eigentlich auch große Produktionen halt gerade werden. Voll. Ist das jetzt so ein Punkt, wo du einfach erstmal wieder von Null anfangen musst oder, ja, ist das? Es ist also nicht durch die Zeit tatsächlich, aber es ist schon so, also in so einer großen Produktion, die es dann doch war, ne, wir haben ja irgendwie auch bis zu 150 Shows gespielt im Jahr mit Glasperlenspiel, so in den Hochzeiten mit TV-Kram und so, ist es tatsächlich, das ist natürlich ein Segen irgendwie, man hat einfach dann tatsächlich es mal geschafft, irgendwie ein sicheres Auskommen zu haben. Der Nachteil ist immer natürlich, dass man dann auch nur noch mit der Produktion gesehen wird. Das heißt, so Gedanken, die dann aufploppen im Umfeld sind, naja gut, der hat eh nie Zeit, weil er so viel spielt und außerdem wird er wahrscheinlich nicht mehr bezahlbar sein, weil es so... Ist halt zu teuer. Und, genau. Und das stimmt natürlich. Nein, um Gottes Willen. Das ist eher das Ding, ne? Dass die Produktion sich eben entschieden hat, das jetzt erstmal in dem Rahmen weiterzuziehen. Und man eher der Welt wieder klar machen muss, also das war aber schon tatsächlich vor Corona so ein bisschen ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das ist gar nicht so geil, dass jetzt alle denken, ich bin nicht mehr buchbar, weil es ist nun mal, das stimmt einfach nicht. Also in den Hochzeiten, ja, da war es dann wirklich so viel, aber das hat sich ja dann auch wieder relativiert und dann hatte ich Zeit und dann und hatte auch Bock, ich habe immer Bock, neue Musik zu machen und das ist eher die Sache, ja. Und da muss man tatsächlich reinkommen, das ist nicht so ohne. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich habe das Gefühl, dass gerade Bassisten und Bassistinnen, naja, jemanden zu finden, ist halt wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Also ja, es gibt ja so unfassbar wenige gute Menschen, die Bass spielen. Das ist auch, also ja, ist auch so. Also wäre ich Gitarrist, wären meine Sorgen sicher noch größer. Weil genau wie du sagst, klar, also jemand, der sich auf das Instrument committet und da eben dann wirklich abliefern kann und so viele sind es dann am Ende nicht, das stimmt. Also es ist schon okay. Und wie gesagt, es hat ja auch funktioniert. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht der einzige Bassist auf der Welt. Überraschenderweise. Und genau. Also es gibt natürlich massenhaft super Leute. Ganz klar. Das ist dann immer auch ein bisschen, also klar, ne, wer kennt wen, ist sowieso das ganze Business, aber auch dann einfach ein bisschen, am Ende ist es auch ein bisschen Glückssache oder so. Bei wem man gerade auf dem Schirm war zum richtigen Moment oder so. Wenn Hauke keine Frage mehr zu deiner Tätigkeit als Bassist hat, dann würde ich fragen wollen, weil ich hörte davon, dass du die Zeit auch noch anders genutzt hast und nochmal was ganz Spannendes anderes dir überlegt hast zumindest und das jetzt im Geschehen ist. Du hast was erfunden, könnte man sagen, oder? Das kann man so sagen, ja. Darfst du darüber sprechen? Ist das Patent schon angemeldet? Tatsächlich ja. Es ist schon angemeldet. Patent dauert überraschend lang. Man lernt ja nie aus, aber da reden wir über Jahre, bis das dann durch ist. Aber ich habe das, was man so oft liest als Patent Pending, an dem Range sind wir. Das heißt, jeder, der mir das jetzt nachbaut, den verklage ich in Grund und Boden. Nee, also ich habe tatsächlich, also mich hat schon immer irgendwie Sachen auch neben der Musik interessiert und habe schon immer gerne irgendwelche Projekte angefangen und gemacht, manche durchgezogen, manche haben nicht geklappt, wie es dann immer so ist. Und diese eine Sache, die läuft gerade wirklich ganz gut, muss ich sagen. Und zwar hatte ich mal den Gedanken, als ich Sightseeing-mäßig in einem großen Dom irgendwo in Frankreich stand und schon wieder nichts verstanden hat, was nicht damit zu tun hatte, dass es Französisch war, dachte ich so, ach krass, das ist ja ein Problem, stimmt, das hat man oft, wenn Leute an Sprechermikrofonen stehen und einfach zu weit weg sind oder zu nah dran sind oder die Sprecher die ganze Zeit wechseln. Und ich dachte mir so, ach, hätte ich jetzt mein Mischpult dabei
oder meinen Laptop oder so, könnte ich das Problem total einschränken. Das heißt, diese Dynamikunterschiede bei Sprechern und die Frequenzunterschiede und so weiter und so fort einfach mischen. So. Ich habe mich gefragt, kann man das nicht automatisiert machen, so dass es einfach funktioniert, ohne dass es irgendjemand, also einfach eine Kiste, Mikro rein und dann geht's raus an die Anlage und das Ding macht einfach alles von selber, quasi wie ein automatisierter Tontechniker für so Situationen, wo keine Tontechniker da sein können, wie in einer Kirche, in einem Hörsaal, in Schulaulen, in Konferenzzentren und so weiter und so fort. Hab da ein bisschen recherchiert und hab festgestellt, also A, es gibt's gar nicht, nichts in der Richtung und B, ist mir aufgefallen, ja, es geht aber schon, dass man einen Computer sehr, sehr klein baut, weil im Endeffekt braucht man einen Computer, ein Audio-Interface und eine geile Software dafür. Und hardware-seitig war ich relativ schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, jo, das geht. Und software-seitig hat es ein bisschen länger gedauert. Da habe ich lang gesucht, bis ich die richtige Person gefunden habe, weil Audioprogrammierung ist ein extrem nischiges Ding. Und da auch noch einen richtig guten zu finden, weil das muss er sein, weil am Ende ein Herr ist, der das so gut sauber programmiert, dass es in Echtzeit funktioniert. Das heißt, dass er trotz der Bearbeitung keinerlei Latenz oder wir reden jetzt über 3 Millisekunden im Endeffekt. Das war schwierig. Das hat zwar über 2 Jahre gedauert, bis ich die richtige Person gefunden habe. Das wiederum ist also quasi die Idee. Es ist so eine Art, wir nennen es im Moment noch liebevoll den Tontechniker für die Hosentasche. Das wird dann noch optimiert, der Slogan. Aber ich glaube, es gibt eine gute Idee dazu, was es tut. Und mit der Idee bin ich dann ein bisschen rumgelaufen. Wir haben dann im Endeffekt von der Stadt Hamburg oder von der IFB Hamburg eine super geile Förderung bekommen für Startups, technisch innovative Startups. Dann wurde die ganze Sache schon deutlich seriöser. Dann haben wir uns tatsächlich direkt als GmbH gegründet, haben noch Investoren mit im Boot und haben so ein bisschen das ganze Ding aufgebaut und haben jetzt eine ernstzunehmende Firma, sind noch in der finalen Entwicklung. Die Software ist fertig und läuft. Die Hardware macht uns gerade noch ein bisschen Probleme, weil auf dem Halbleitermarkt nach wie vor absolutes Chaos herrscht. Man an die Sachen nicht rankommt. Das verzögert Dinge. Aber dementsprechend gibt es das Gerät noch nicht. Aber das ist gerade der Punkt. Wenn die Teile geliefert werden könnten, wärt ihr eigentlich soweit? Ja, da muss noch die Hardware und die Software zusammengeführt werden. Also was ich an so Sachen immer geil finde, ich lerne gern neue Sachen und gucke gerne in neue Bereiche rein. Deswegen habe ich schon immer irgendwie anderes gemacht. Und auch hier gibt es super viel interessante Sachen. Also mit der technischen Industrie zusammenzuarbeiten, ist eine Sache, die man jetzt als Musiker normalerweise nicht hat. Und man stellt fest, geil, manche Sachen sind krass komplizierter, als man es kennt von seinem Computer. Also da geht es jetzt nicht darum, dass du da, also hast halt kein Betriebssystem drauf, auf dem du dann einfach deine Software kurz installierst und dann ist fertig, sondern das muss wirklich genau aufeinander angepasst werden. Das ist hochkomplex, braucht nochmal extra Programmierer, dauert ewig, kostet ziemlich viel Geld und. Dass es dann nativ auf den Dingern läuft. Dementsprechend, wenn die Teile da sind, brauchst du leider immer noch ein bisschen, aber ja, also wenn alles da wäre, reden wir eher über Monate als über Jahre, aber ich bin sehr vorsichtig geworden mit so Einschätzungen, weil das ist absoluter Wahnsinn. Niemand weiß gerade wann, und da geht es nicht um crazy Chips, so, ne? Da geht es um Kondensatoren, die nicht geliefert werden können, und davon haben wir halt, was weiß ich, wie viel auf unserer Platine ist. Das ist lächerlich. Mein Mitbewohner hat seine PlayStation 5 immer noch nicht. Ja, genau, das ist das. Es gibt Autofirmen, die dieses Jahr keine Autos ausliefern können. Es gibt nur so Sachen oder es ist irre. Es ist absoluter Wahnsinn. Also erstmal muss ich nochmal nachfragen, ob ich dieses Prinzip von dem, was du gerade erfunden hast, wirklich verstanden habe. Mhm. Weil das würde ja heißen, du nimmst halt ganz vielen Hausmeistern und PhysiklehrerInnen den Job weg. Das ist genau mein Plan. Also vor allem den Physiklehrern in Bezug auf meine eigene Schulzeit. Weißt du, weil ich bekomme es halt so mit, du hast ein Gerät erfunden, wo halt eigentlich der Schulleiter sagt so, Mensch, heute gibt es halt eine Rede, weil, keine Ahnung, Fachkonferenz, ich gehe halt in die Aula. Normalerweise ist immer hier die Honorarkraft, der Physiklehrer Dennis Müller am Start, der dann halt irgendwie seinen Unterricht breaken muss, damit er mir die Anlage einrichten kann. Viel zu teuer, weil irgendwann mal ein bisschen Förderung bekommen, gleich so eine Bose-Anlage halt.
hingeliefert, aber keiner weiß richtig, wie die hingebaut wird. So. Mhm. Und weil der Physiklehrer halt gerade Zeit hat, und der Herr Müller dann einfach sagt, so ja, okay, ich mach das mal eben, klingt das halt natürlich alles scheiße. Jo. Und dann auch sagt so, ja, okay, aber jetzt haben wir aber hier von Sennheiser so ein schnurloses Mikrofon, das kriegst du natürlich da auch noch da vorne hin. Und dann piept es und man weiß überhaupt gar nichts. Und da du hast halt so gesehen eine Box entwickelt, die mitbekommt, wie groß ist der Raum, wie laut muss der Pegel sein vom Schulleiter und wie muss das dann klingen, ohne dass ich diese ekelhaften Rückkopplungen, die man dann halt nebenbei hat, die alles halt sehr, sehr dilettantisch wirken lassen. Richtig, richtig. Tatsächlich, wir haben einen expliziten Feedback-Suppressor, also der sowas sofort hört und innerhalb von Millisekunden rauszieht. Das ist wirklich spannend zu hören. Also man kann tatsächlich mit einem Mikro, das mit diesem Gerät, das nennt sich Optimic, ausgestattet ist, tatsächlich das tun, was sich ganz falsch anfühlt, nämlich ein Mikrofon direkt in die Box halten. Und das Einzige, was dann passiert, ist ein kurzes Zip und dann ist das weg. Ja. Was man natürlich, die Lautstärke der Anlage, das ist davon nicht geregelt. Das muss der User schon noch selber machen. Weil. Ja, aber laut leise kriegt der gemeine Physiklehrer ja noch eher hin. Ist es ein Regler, ja. Also an irgendeinem Punkt. Der hat dann ja aber keine Lust mehr, weil er nicht mehr an die Bose-Anlage ran darf. Doch, natürlich schon, weil er hat ja trotzdem eine Freistunde vom Direktoriat, muss viel weniger machen. Und fertig. Also wir haben natürlich auch schon, also auch Tontechniker und sowas sagen eher, ja cool, dann kann ich mir, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mir Kippen zu drehen. Muss ja der Kunde nicht wissen. Insofern, let's do it, ja. Genau. Ist das clubtauglich? Es ist natürlich, ist nicht für Gesang. Gesang hat ein bisschen Problematik, Gesang ist ja immer auch eine Frage, wie ist es in der Musik eingebettet. Also es ist eine geschmackliche Frage, es ist eine Frage, ist da einfach nur eine Gitarre dabei oder ist da irgendwie eine Big Band dabei, all das muss man ja anders mischen. Mhm. Das kann das Gerät nicht wissen. Es geht rein nur um, es geht wirklich es um, geht nur um Sprache. Es geht um Sprache, ganz genau. Ja, weil das, und auch eben, wir haben eben auch so Feinheiten drin, dass das Gerät auch nur auf Sprache reagiert, wenn jemand reinspricht, weil sonst hätte man das Problem, eine Fliege fliegt am Mikro vorbei, dann sagt er, das war aber leise und dreht das Ding auf Vollgas, das wäre natürlich schwierig. Das heißt, wir haben eine Spracherkennung drin. Spracherkennung funktioniert nicht für Gesang, weil gewisse Dinge, an die die Sprache definieren oder Parameter, an denen man Sprache erkennen kann, sind im Gesang weg. Also wie die Konsonanten sind, Impulsstärken von Sprache und sowas. Das ist jetzt relativ technisch, aber das geht nicht so gut und genau, deswegen ist es dafür nicht. Es geht quasi um überall, wo gesprochen wird. Ja. Ich habe das Prinzip verstanden und jetzt würde ich gerne wissen, vom Punkt, dass du gesagt hast, das finde ich jetzt aber doof, da jetzt gerade im Dom in Frankreich, zu diesem, ey, ich mache das jetzt. Was ist denn da dazwischen passiert? Weil ich glaube, jeder Mensch hat einfach die Idee schon immer gehabt, aber diesen Schritt, diese Idee umzusetzen, ist halt immer so das Nächste. Finde ich total, also diesen Weg, das jetzt zu machen, im Sinne von, ja, ich mache das jetzt. Ja. Ich nehme mir da halt auch noch ein bisschen Energie irgendwie von irgendwo her und hau da Leute an und stelle dir meine Idee vor und hole da irgendwelche Fördertöpfe ran. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Mhm. Das ist tatsächlich die richtige Frage, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es so, dass ich am nächsten Tag eine längere Autofahrt hatte. Da habe ich quasi die Idee hin und her gewälzt, habe mir selber überlegt, was spricht dagegen? So, warum ist es eine Quatschidee? Warum kann das nicht funktionieren? Und habe kein ernsthaftes Argument gefunden, was schon mal ganz gut war. So, was mir schon mal ein bisschen bestärkt hat. Dann habe ich das nochmal mit ein paar vertrauten Personen besprochen, die auch in verschiedenen Bereichen da Expertise haben. Also sowohl, ich hab Freunde, die Programmierer sind, habe mal gesagt, so wie schaut denn das aus? Kann so ein kleiner Rechner das leisten und so weiter und so fort. Als auch mit Tontechnikern, so, ne, ist das irgendwie, könnte man sich das vorstellen, dass man das hinkriegt und so weiter und so fort. Und als dann da überall quasi das grüne Häkchen kam, so alle so, ja, doch, kriegt man hin. Dann habe ich losgelegt, ja. Also das ist aber eine Sache, die ich irgendwie, glaube ich, ganz gut kann. Also so irgendwas durchziehen, auch wenn es halt dann immer, es dauert ja immer unfassbar viel länger, als man denkt. Also ich hatte, mein großes Projekt davor war mal, ich habe ein Lehrbuch mal geschrieben und veröffentlicht und das war genauso. So, die Idee war so, alles klar, ich wusste sofort, was ich machen will, wie ich es machen will. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe das mal ein paar Leuten gezeigt. Also nicht ein paar, eigentlich nur zwei. Habe gesagt, so sag mal ehrlich,
kann ich schreiben, weil ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, ist das gut, weil wenn du ja sagst, dann hänge ich da viel Zeit rein, also lüg mich nicht an. Und ja, die Person hat nicht gelogen und hat gesagt, ja, ist cool, das und das würde ich anders machen. Und dann habe ich losgelegt und quasi, das ist dieses Prinzip 70-30, ne? Die ersten 70% des Prozesses brauchen 30% der Zeit und dann dreht sich die Scheiße um. Und für die letzten 30% dessen, was zu arbeiten ist, braucht man dann die restlichen 70% der Zeit. Bei einem Buch heißt es also, das Schreiben war relativ schnell gemacht und dann kommt, aber ich habe das komplett, das ist ein multimediales Buch, also ein E-Book mit Videos und Audio und bla bla bla. Und das Schreiben war relativ schnell gemacht. Und dann kommt aber natürlich erstmal das Lektoriat. Dann kommen die Videos drehen, die da drin sind, die Audiosachen machen, die Noten setzen, das Layouting, Dinge, die man braucht, jetzt habe ich Wortfindungsprobleme, um es dann zu veröffentlichen und so weiter und so fort. All diese Bürokratie Verlag, dahinter, Vertrieb. Genau, der ganze Scheiß, genau. Darf ich kurz nochmal wissen, oder dürfen wir kurz nochmal wissen, wie dieses Buch hieß und mit was aber sich das beschäftigt? Aber natürlich. Das Buch heißt, das ist ganz super für mich, immer auszusprechen, Next Steps in Bass. Sehr viel S-Laute, das ist Hast ganz toll. Hast du dir selber überlegt, den Titel? Habe ich mir selber überlegt, aber natürlich. Die zwei Leute meinen auch Megatitel. Genau, Megatitel. Naja, ich finde tatsächlich gut, weil er genau sagt, nur weil ich nicht gut aussprechen kann mit meinem zischenden S, ist es ja kein schlechter Titel. Er sagt genau aus, worum es geht. Das heißt, also Anfängerbücher gibt es massenhaft. Darum geht es dementsprechend da nicht, sondern es geht vor allem darum, wie man sein Bassspiel ja im Endeffekt optimieren, perfektionieren kann, weil Bass ja auch ein klassisches Umsteigeinstrument ist. Also es gibt sehr viele, ich übrigens nicht. Also die in der Band nichts geworden sind, mit Gitarre sind dann Bassist geworden. Genau, genau. Ich bin davor schon nichts geworden und bin deswegen sofort Bassist geworden. Nee, also Gitarristen, ne, die das dann irgendwie mal übernehmen oder so. Und ich habe schon immer viel unterrichtet, oder nicht immer, jetzt eigentlich nicht mehr, aber früher viel. Ehrlicherweise, also Bass und Gitarre sehen sehr ähnlich aus, aber sowohl in der Funktion als auch in der Technik sind sie eben doch sehr unterschiedlich. Und ich kann ja quasi in 90% der Fälle nach einer Minute zu gucken, sagen, ob der Mensch von der Gitarre kommt oder nicht, weil es immer die exakt gleichen Fehler sind. Das war auch so der Ursprung dieses Buchs, dass ich mir gesagt habe, so Freunde, ihr kriegt da keinen vernünftigen Sound raus, weil ihr den und den Fehler immer macht. Und da habe ich gedacht, ey, vielleicht sollte man das mal zusammenfassen und in ein Buch packen. Und dann, also es ist quasi kein lineares Buch, sondern es gibt, wie viel sind es? Das sind 350 Seiten dann doch. Also ich habe so ziemlich alles reingepackt. Ich habe mir selber die Möglichkeit genommen, einen zweiten Teil rauszubringen, indem ich einfach schon alles reingepackt habe. Die Frage habe ich nämlich schon oft bekommen. Und es sind einzelne Kapitel, die für sich stehen, aber natürlich auch miteinander verlinkt sind. Und da geht es von Basics, die auch viele nicht wissen, wie man einen Equalizer benutzt oder sowas, bis hin zu Musiktheorie und keine Ahnung, weil ich festgestellt habe, dass ich das, glaube ich, ganz gut erklären kann. Also auf jeden Fall konnte ich vielen Leuten immer den Schrecken davor nehmen, so Sachen zu lernen, ja. Erhältlich bei Apple und bei Amazon. Bist du eine große Nummer, wenn es um Bass geht? Würdest du dich selber? Es gibt jetzt so, kennst du Frank Itt? Na klar, den habe ich gerade letzte Woche getroffen. Ist nicht wahr. Ja. Weil wir uns die Hand in die Klinke gegeben haben. Das ist exakt, was wir getan haben. Also wenn du fragst, ob ich in der Germanistik eine große Nummer bin, kann ich ganz klar sagen, ja. Ja, ich war letzte Woche als Dozent 8 Tage bei einem Bandworkshop in Bayern. Und wir haben uns quasi einen Tag überschnitten. Ja, insofern ja. Weil Frank Itt ist mir sozusagen als große Nummer vorgestellt worden. Also der hat sogar das zweite und das dritte Album von uns aufgenommen. Was? Wirklich? Ja, mit Frank Itt zusammen. Das gibt's ja nicht. Unfassbar, oder? Das so, wiederum, das so klein ist die Welt, sag ich dir. Jetzt beeindruckst du mich. Ja, siehst du? Ja. Er hat einfach gesagt, macht, ich nehme euch auf. Wir haben eine Woche Zeit, jetzt haben wir Spaß. Was spiele ich euch ein? Geil, mega geil. Ja, Frank, super. Du kennst du Frank Itt? Nein. Du musst dir Frank Itt so vorstellen. Frank Itt ist einfach viel Mensch und das auch schon gefühlt seit 60 Jahren. Ich glaube, der müsste um den Dreh rum so locker, ungefähr sein. Aber wenn dieser große Mensch auf der Bühne steht, hat er einen Groove in seinem Körper. Das kann man nicht in Worte fassen.
der bewegt sich mit all dem, was er als Mensch halt hat, komplett von unten bis oben, ohne sich dabei zu bewegen. Und ist halt einfach eine geile Bühnensau, nur an seinem Griffbrett. Das ist der Wahnsinn. Wenn man den kann man stundenlang nur zuschauen, wie er Bass spielt. Das ist der, kann ich zu 1000% unterschreiben. Ja, ne? Ja, deswegen ist das Beispiel aber auch besonders fies nach deiner Frage, weil, also prinzipiell bin ich, glaube ich, nicht der Mensch, der von sich sagen würde, er ist eine dicke Nummer. Der richtig, richtig geil. Richtig das Krasseste, was wo geht. Offensichtlich mache ich ein paar Sachen richtig, aber sich mit Frankie zu vergleichen, das wäre extrem frech. Da müsste man wirklich sagen, keine Ahnung, du singst gerne, ach cool, würdest du sagen, du bist so ein bisschen wie Prince oder so, weil es ist so. Ganz klare Antwort, nein. Ach, du hast ja noch 20 Jahre Zeit. Das stimmt. Ja, so. Ja, ich beantworte dir das in 20 Jahren. Aber so Leute wie Frank Itt, das sind natürlich Legenden. Genau wie du sagst, ne? Die sind seit unfassbaren Zeiten, haben auf so vielen Alben gespielt. Das ist natürlich unvergleichbar, ja. Aber mein Gott, also ich kann gut davon leben, habe tolle Sachen erlebt. Also ich würde das ganz anders beantworten. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine große Nummer bin oder nicht, aber ich bin total zufrieden mit dem, was ich geschafft habe am Instrument. Da bin ich schon stolz drauf, ja, würde ich sagen. Ist das eine okay Antwort? Ja, ist voll die schöne Antwort. Ja, es ist immer schwierig. Ich finde das komisch, sich in der Musik auch zu vergleichen. Ich meine, das ist ja das Schöne auch an Musik. Aber das macht man immer. Also ich glaube, der Vergleich kommt halt immer. Mir geht's halt so, früher hat man sich halt noch so ein bisschen in der Musik verglichen und jetzt ist es ja noch viel einfacher, sich zu vergleichen, indem du dich halt auf Social Media noch mit deinen so gesehenen Kolleginnen oder Konkurrentinnen vergleichen kannst, im Sinne von, wie viele monatliche Hörer habt ihr, wie viele Instagram-Follower habt ihr, seid ihr auch schon bei TikTok? Du hast ja immer den Vergleich. Wie wichtig ist das, ne? Das ist Jetzt guckst du mich jetzt hier gerade so gerade fragend alt an. Ja, weil die Parameter sind da ja schon, also wenn du nach Followerzahlen gehst oder sowas, klar, dann kannst du dich auf dem Papier easy vergleichen. Ja, aber dann vergleichst du zum Beispiel deine Band ekelhaft mit Capital Bra und musst sagen, ja, okay, nee, ihr seid nicht wirklich cool. Kann man sich, das macht keinen Sinn, der Vergleich. Dass der Sinn keinen Vergleich macht, stimmt ja auch, aber ich habe ja einfach gerade nur gesagt, es macht es. Er hat es auch also verkackt, die Zeit, gehört. Nee, ich habe es nicht verkackt, auf keinen Fall. Ja. Das ist, ihr habt's wir nehmen es ja auch, das ist ja das Schöne. Ihr habt es richtig verstanden, würde ich sagen. Nein, es geht ja einfach nur darum, dass man jetzt viel easier die Möglichkeit hat, sich zu vergleichen, als vielleicht noch für 15 Jahre oder ja, für 10. Mit Followerzahlen und Streams und Klicks und keine Ahnung, aber was ist das am Ende? Also, es ist eine Zahl. Sag nicht darüber aus, wie viele Leute man berührt. Also ich meine, das habe ich jetzt leicht reden, weil ich als Instrumentalist ist natürlich total egal. Also ich habe lächerlich wenig Follower, es ist total egal. Ja, weiß ich nicht. Als Band oder sowas ist es nochmal ein bisschen schwieriger, aber also ich empfinde es wirklich als krass unwichtig. Aber auch als Bassist oder Instrumentalist, wenn du vom Internet weggehst und schon nur auf eine Live-Bühne gehst, dann kannst du auch vergleichen mit irgendwie, wie viele Menschen sind auf dem Konzert und so. Aber was du halt nicht mit Zahlen vergleichen kannst, ist, haben die einen geilen Abend, feiern die das und sowas spürst du halt. Also, ich habe schon sehr große Konzerte gespielt, wo ich das Gefühl hatte, ja, es ist irgendwie okay. Und es gibt sehr, sehr kleine Konzerte, die ich gespielt habe, mit irgendwie literally 6-7 Personen, die unfassbar geil waren, weil die, weil einfach, also deswegen, ich finde es tatsächlich. Genau, das meine ich. Und du gehst doch, hoffe ich, als Bühnenmensch mit einem viel geileren Gefühl von der Bühne oder nach Hause dann später, wenn du irgendwie 50 Menschen einen richtig geilen Abend beschert hast. Definitiv. Als wenn du 80.000 Menschen so, ich gehe mir mal noch ein Bier holen, Konzert gespielt hast. Empfinde ich so. Ich meine, es ist schon. Also ich meine, ich habe das auch, auf der anderen Seite war es halt schon, also so Riesenkonzerte waren schon Jugendtraum von mir, muss ich schon ehrlich sagen, das fand ich schon immer. Aber wenn du schon mal 10 von gehabt hast, dann ist das nächste mit 10.000 auch nur noch so, ja. Ja, ja. Also ja, guck mal, wie du darüber nachgedacht hast und einfach gesagt hast, ja, irgendwie schon, doch, oder? Ja, klar. Ist das so oder ist es nicht so? Oder lege ich dir gerade was in den Mund, was du gar nicht in den Mund haben möchtest? Du meinst, dass es dann nicht mehr so einen Effekt hat? Man hat ja irgendwie immer dieses Gefühl, höher, weiter, schneller. Mhm. Und wenn du dann an so einem Punkt kommst, wo du dann irgendwie sagst, so, ja, jetzt mal vor 2000 Leuten spielen, jetzt spielst du vor 2000 Leuten und machst das 3, 4, 5 Mal. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so, dass. Klar. Also, das legst du mir hin, das ist schon so. Also, trotzdem als Gesamt, also, einer meiner
Träume war natürlich immer in einem Stadion zu spielen. Deswegen war das damals, als wir die ja, so, ne? Und die diverse Male. So, das war dann wirklich schon, und da freue ich mich immer noch drüber. So, ne? Es ist, muss ich einfach sagen. Natürlich habe ich in der Zeit, das war eine Stadiontour, ne, hat das schon, ist es schon abgeflacht so. Auf der anderen Seite war dann das letzte irgendwie das Olympiastadion in Berlin, das ist dann schon crazy. Aber ihr habt Olympiastadion gespielt? Mhm. Ja. Als Support. Achso, als Support genau. Rolling Stones. Von Stones. Genau. Aber das ist dann vielleicht eigentlich die Frage. Hättest du, wenn du jetzt die Wahl hättest, du kannst entweder ein Konzert spielen in einer Supportband, die du ganz okay findest, mal so gesagt, als Support in einem Stadion, oder spielst du im Logo mit einer Band die Musik, die du selbst vielleicht irgendwie noch richtig feierst, wo die Leute irgendwie so sind, dass du danach auch noch draußen ein Bier trinken willst und die hart abfeiern. Welches wählst du? Würde ich zwei Antworten geben, Stand jetzt und Stand vor der großen Zeit, sag ich mal. Weil also mir war das schon wichtig, sowas mal, oder ich fand es schon geil, sowas mal erreicht zu haben. Insofern, bevor ich auf Stadion-Tour war oder so, hätte ich gesagt, auf jeden Fall, ist das Stadion ist einfach ein wichtiger Punkt für mich und das finde ich auch nicht schlimm, es war halt irgendwie ein Traum, den man so hatte als Kind oder so und ich freue mich, dass ich erlebt habe. Auf der anderen Seite habe ich es halt erlebt so, ne? Und dann merkst du eben auch so, ja, okay, es ist tatsächlich so doof, es ist, aber der Unterschied zwischen 40.000 und 100.000 Leuten ist nicht mehr sonderlich groß, weil du es nicht mehr erkennst. Du siehst einfach ähnlich, es verwischt dann hinten halt so, ne? Das heißt, in der, jetzt würde ich sagen, eher Version B, ja. Also wenn es am selben Tag wäre, und ich es mir frei entscheiden könnte und dadurch natürlich auch jetzt nicht irgendjemand hängen lassen würde. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, und jetzt auch egal, welche Gage und so, sondern wirklich das Gefühl. Genau, es ist ja eine hypothetische Frage. Dann finde ich jetzt schon, Stand jetzt, auf jeden Fall wäre das kleine Geile auch richtig. Ja, also kann ich als Nicht-Musikerin, die dann aber hinter der Bühne ja irgendwie öfter mal steht und irgendwie was so damit zu tun hat, dass da Menschen sind, kann ich voll nachvollziehen. Und deswegen scheiß auf Follower sein. Weil es ist auch ein bisschen egal, wie, musste ich feststellen, wie groß das Publikum ist. Also eine Sache jetzt mal andersrum gesprochen, die ich total spannend fand. Du spielst kleine Konzerte und du wirst es kennen, wenn irgendjemand im Publikum ist, der dir wichtig ist, bist du plötzlich doch ein Tick aufgeregter oder so. Und das ist tatsächlich egal, wie viele Leute drumherum sind, weil das ist auch bei den Stadiondingern, klar war ich bei den ersten zwei Shows, war schon so, oh wow, wobei ich nicht Lampenfieber, sondern ich hatte eher Angst, dass ich auf irgendwas trete, was dann kaputt geht. Also mein konkreter Angst war, da gab es so ein Kabuki, ne, diese riesigen Vorhänge, die dann runterfallen, wenn der Main Act loslegt. Und wir haben natürlich davor gespielt. Und meine Angst war, dass ich irgendwo drauf trete und dass dann so obviously bei mir, ne, so runterkommt, nicht so, Entschuldigung. Das war meine Angst. Eine total berechtigte Angst, finde ich. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, weil also die komplette Crew des Main Acts hätte dich halt einfach... Ja gut, ich hab den Main Act schon die Torte weggegessen. Die Geburtstagstorte, kleine Story. Insofern habe ich da schon mein Standing gehabt in der Situation. Du hast Mick Jagger die Geburtstagstorte weggegessen? So sieht's aus. Weil ich dachte, oh geil, hier sind sehr viele Torten heute. Ich habe total Bock auf Torte und habe mir dann ein Messer geschnappt und habe die Torte angeschnitten und habe gemerkt, in diesem sehr, das war eine große Produktion, also quasi, da waren mit Locals waren so 500 Leute, die da gearbeitet haben an der Produktion, 250 auf Tour, 250 Locals. Das heißt, das Catering war sehr groß, also fast Bierzeltmäßig und es war komplett still. Das ist mir aufgefallen und dann gucke ich so hoch und dann fiel mir auf, ach, wie überraschend, gucken mich alle an, aber keiner freut sich so richtig. Und ja, außer, ich glaube, warst du eigentlich auch dabei, ja, ne? Du hast gelacht. Dass ich wollte doch vorher an dieses Kuchenbuffet gehen, an dieses Tortenbuffet und ich wurde noch zurückgerissen. Das war so 2 Sekunden, bevor du gekommen bist und ich hatte noch gar nicht verstanden, warum man mich jetzt von diesen geilen Torten ferngehalten hat. Und in dem Moment hast du es getan. Zwei Security-Leute, die halt Cutter voneinander. Die halt gerade an Cutter waren. Dann kommt natürlich hinten aus der Ecke der Support-Bassist. Wirklich die wichtigste Person im ganzen Raum. Schon 3 Jever Fun weggetrunken. Ja, aber richtig auf Spitze gewesen. Das hat mir dann auch so leid getan. Weil du dann da reingerannt bist, weil die, nicht zwei Securities, sondern die durchaus zierliche Sängerin mich netterweise zurückgehalten hat. Und
Ja, und dann habe ich gelacht. Natürlich habe ich gelacht. Das war ja schon auch witzig für alle anderen. Du hast der sichere Hafen, du hast wenigstens offen gelacht. Alle anderen haben eher entsetzt geguckt und so hatte ich dann da auch. Wenn die Tortenkönigin persönlich nicht an die Torten darf, dann musst du halt auch wissen, dass die Torte auch für dich tabu ist. So sieht's aus. Das habe ich an dem Tag gelernt. Hast du nicht drauf geguckt? War da nicht irgendetwas drauf, wo man da hätte wissen können? Nee, tatsächlich, also stand nichts drauf. Also, wenn da jetzt nicht Happy Birthday Markus drauf gestanden hätte, dann hättest du es nicht genommen. Ja, aber es sah schon sehr anders aus als sonst. Es hat nicht Happy Birthday drauf gestanden, aber klar, muss man ehrlich sagen, wenn riesige, sehr, sehr krass dekorierte Torten plötzlich, so nach, das war ja auch schon nach 3 Wochen Tour, plötzlich ist sowas da, man muss schon sagen, ich hätte drüber nachdenken können, ja. Ja, aber ich verstehe es ja, weil, hey, da stehen Torten, man ist geil drauf. Was, mein Gott. Das Hirn was hat war da die ja Frage? Nichts mehr. Was ist danach passiert? Bist du danach irgendwie aus dem Backstage rausgeworfen worden? Ich wurde dann aufgeklärt, was die Situation ist. Musstest du eine neue Torte besorgen? Musstest du dein Stück, was halt wieder reinmassieren, sodass man nicht sieht, dass das irgendwie... Nur ein bisschen Marzipan drüber. Ich habe nur noch Marzipan gekauft in der Stadt und habe das so ein bisschen aus und habe dann Happy Birthday Mick Jagger draufgeschrieben. Ja, war ja also sein 70. War tatsächlich sein 70. Ja, ja. Und dann war das okay. Ich wurde noch... Also dieses Lachen, was ich von Cutter empfangen durfte, das hat sich natürlich dann schon on a long run, wie man so schön sagt, auf die Crew verteilt. Und die haben sich dann schon gefreut, mich zu sehen. Ne, weil das der Idiot ist, der die Torte da wegschnabuliert. Aber war ja, auf ja, so weit bin ich nicht mal gekommen. Das ist die traurige Seite der Geschichte. Ich hab ja nicht mal. Aber du durftest auf jeden Fall noch spielen. Ich durfte noch spielen, ja. Es ist, in dem Moment war es jetzt zu spät, um da noch jemanden einzulernen. Jetzt stell dir mal vor, dann hättest du auch noch den Kabuki abgetreten. Alter. Am selben Tag, mit so einem Stück Torte in der Hand, Also mit deinem Tortenmund hättest du dich nach dem Kabuki... Genau, ich hätte mich so abgewischt und dabei abgerissen. Und, ja. Das hätte sein können, ja. Das hätte sein können. Ach, diese großen Konzerte, ne? Es ist Wahnsinn. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Dass du sowas... Ach so, genau, die Aufregung. Und ich war überrascht, das hat mich jetzt gar nicht so... Also nicht lampenfiebermäßig fertig gemacht, das ist ganz cool, aber klar, es steht auch nicht vorne am Mikro. Aber ich habe gemerkt, wenn dann jemand zu Besuch ist, der einem wichtig ist, ist es tatsächlich total egal, ob da 70.000 Leute drumherum stehen. Man ist dann trotzdem, guckt die ganze Zeit zu dem. Den kann man dann nämlich doch spotten. Irgendwie sieht man das dann doch und ist dann genauso aufgeregt, als wäre er unter 5 Personen in einem kleinen Club oder so. Das fand ich spannend zu erleben, dass es eben Qualität und Quantität auch da so ist. Ne? Also wenn es einem wichtig ist, gerade gut zu sein, dann ist es eher aufregend. Egal, ob es halt 70.000 Leute drumstehen oder 7. Als Musiker hast du noch nie deine eigene Band gehabt? Hm. Doch, natürlich. Mit dem Gedanken hinter auch mal auf einer großen Bühne zu stehen? Definitiv. Aber ihr standet niemals auf einer großen Bühne? So sieht's aus. Ich war... ich will mich nicht beschweren, es war cooles Zeug dabei. Kann man fragen, in welcher Band? Hat die eine Platte natürlich, raus? Natürlich, ja, auf jeden Fall. Hast du früher auch gehört? Nee, also da war nie was wirklich Erfolgreiches dabei, aber wir sind immer wieder dabei, definiere erfolgreich. Für mich war es immer geil. Ich habe ja relativ früh angefangen, ich habe mit 11 Bass angefangen und habe dann geübt wie ein Wahnsinniger und war dann irgendwie, wie das so ist als Jugendlicher, ist einem dann Technik wichtiger als alles andere und habe daraus eine Band. Was? Ehrlich? Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche. Ja, du hast doch. Mit 11 angefangen und deine Idee war, Technik ist mir wichtiger als alles. Wen hast du denn als Vorbild gehabt? Flair oder was? Ehrlicherweise noch geiler. Also so einer meiner ersten Bass-Vorbilder, das kann ich heute nicht mehr unterschreiben, war Billy Sheehan. Wer ist denn Billy Sheehan? Bist du natürlich, genau, gefragt, weißt du, von Mr. Big. Mr. Big kennt man nur für 2 Balladen, aber eigentlich war das, oder du spielst auch Gitarre eigentlich? Nee, nicht. Ich habe früher Gitarre gespielt. Sagt dir Paul Gilbert was? Auch so ein super Flitzebogen-Gitarrist? Mr. Big ist das, Cats, When the Cats, To Be With You und der andere Song, jetzt habe ich gerade einen Hänger, egal. War so Anfang 90er. Grunge. So, eigentlich... Technikmucke, so, es waren alles Fuddler, alles super schneller Kram, so ein bisschen wie Extreme, die ja auch dieses More Than Words war das, was alle gerne gehört haben, aber eigentlich alles andere war so Van Halen mäßige auf die Schnauze Mucke mit super schnellen Gitarrensolos und Mr. Big war super schnelle Gitarrensolos plus super schnelle Basssolos. Total skurrile Band, wird es heute nicht mehr so geben und bekannt geworden sind aber in den 90ern immer alle nur mit ihren
mit ihren Balladen. Balladen, ja. Was ist wirklich phänomenal. Aber wer kommt dann an und sagt dem kleinen elfjährigen Markus, hier, guck dir mal an, das ist Mr. Big, das ist jetzt nicht Nirvana, das ist jetzt nicht Pearl Jam, das ist jetzt nicht Alice in Chains und das ist auch jetzt nicht die Toten Hosen oder so, sondern das ist Mr. Big und du sagst halt ja einfach geil, obwohl niemand Mr. Big hört. Alles funktioniert in Bubbles, auch damals schon. Papa? Papa Bubble? Papa Bubble, nee, auf keinen Fall. Ich kann dir nicht sagen, wie ich drauf gekommen bin, ich glaube, nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist eine berechtigte Frage, die ich nicht weiß, aber Fakt ist, es war offensichtlich so und also natürlich habe ich auch die von dir genannten gehört, aber ich war da eher auf dem Trip. Also mich hat eher immer progressives Zeug eigentlich damals interessiert. Also die erste Platte, wo ich selber Geld für ausgegeben habe, war Pink Floyd und so Sachen. Also ich war eher in dem Bereich, also wo viele es geil fanden, dass man offensichtlich mit wenigen Chords doch auch viel bewegen kann, was ich ja heutzutage auch zu 1000% unterschreiben würde, hat es mich damals krass mehr interessiert, wenn es komplizierte Musik ist. Auf jeden Fall. Okay, ich habe dich halt gerade unterbrochen. Du hast halt gerade gesagt, du bist 11 Jahre alt, du hast Bock auf Technik gehabt und dann habe ich dich unterbrochen, weil du sagen wolltest. Genau, und dann kam meine Band. Meine Band, die sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Also wo das dann quasi, also ich habe die damals gegründet, da war ich, weiß nicht, 17 oder so und die hat über 10 Jahre bestanden und war eigentlich auch okay unterwegs. Namentlich A Fish Named Mo. Bisschen crazy Name, wie man sich das mit 17 halt cool überlegt. So ist es halt, wir haben das durchgezogen, scheißegal. Und das war allerdings jetzt nicht Gitarrenmusik. Fun Facts, gab nicht mal eine Gitarre in der Band, sondern es war eher so im Funk-Jazz unterwegs und ging aber ganz viel Odd-Meters, also krumme Rhythmen, noch 8-Minuten-Songs und sowas. Also richtig wilde, progressiver Kram, der einfach mal ausgelotet hat, was man halt alles sich so antrainiert hat. Und das war aber geil. Also ich finde es nach wie vor cool. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und da haben wir schon, also wir waren jetzt nicht wahnsinnig, dass wir gedacht haben, damit könnte man jetzt super berühmt werden, aber wir haben das schon mit der, also wir wollten schon was, ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite war ich auch in, keine Ahnung, in einer Band von einem türkischen Singer-Songwriter, das war phänomenal, das ist auch nie wirklich bekannt geworden, das hieß Küçükay, weil das sein Nachname war, aber damit war ich dann das erste Mal einfach so öfter in Istanbul und habe da Musik gemacht vor Erdogan-Regime und so weiter und so fort, was eine phänomenale Stadt war. Und das aller, also lauter so Sachen würde ich als riesigen Erfolg für mich persönlich deuten, weil das einfach mega Spaß gemacht hat. Das waren Bands, mit denen die meine eigenen waren oder wo wir wirklich, ne, also eben nicht dieses Hired-Gun-Game, sondern alle zusammen die Band waren und da wirklich was wollten, ja, auf jeden Fall. Was war denn der größte und oder geilste Gig mit A Fish Named Mo? Natürlich im Irish House bei, nee, wie hieß es? Im Goldenen Ross. Weißen Ross, Entschuldigung. Ja. Okay. Nee, das war wirklich ziemlich geil. Das war in dem kleinen Kaff, wo Kada und ich, also Kada herkommt, wenn ich das so sagen darf, und ich zumindest die Oberstufe, ich bin sehr viel umgezogen, aber da war ich zumindest 4 Jahre ansässig. Das war geil und aber ehrlicherweise. Eine geile Location, wenn man ehrlich ist, ne? Es war aber auch eine geile Location, wenn man ehrlich ist. Ja, so ein altes Haus. Irish Pub-mäßig, Bude ausverkauft. Auch das ist, also ich finde, ausverkauft ist wichtiger, als wie viel Menschen das bedeutet. Voll. Das waren halt in dem Fall, was weiß ich, waren es 100 Leute oder so, ne? Aber ja, die Bude 120, war halt tutti completo voll und es war halt einfach krass und die sind halt alle ausgerastet zu der Musik, die man selber geschrieben hat. Fertig ab. Das war natürlich damals schon richtig geil, ja. Das ist doch auch geil. Also das sollte, glaube ich, immer geil sein. Auch wenn man dann halt jetzt schon ein paar Mal im Stadion gespielt hat. Mhm. Ja, es ist irgendwie noch was anderes. Und vor allem sind es halt so, keine Ahnung, wie das bei dir war. Aber ne, wenn man so loslegt und man macht so ein bisschen sein Zeug und dann plötzlich hat man das Gefühl, ah, das interessiert auch andere Leute oder so. Das ist schon schön. So. Wann hast du es erstmal auf der Bühne gestanden? Mit einer Band oder mit mir als Kind und im Gedenken, dass es Musik sein könnte. Ich bin ein Blasorchesterkind. Meine Mutter kam halt auf die Idee, mir so ein Tenorhorn zu holen. Und dann stand ich halt schon irgendwie mit 9, 10 auf diversen Blasorchesterbühnen, weil ich im Blasorchester Himmelpforten gewesen bin. Eine Zeit sogar mit Thees Ullmann, der damals Klarinette, glaube ich, gespielt hat. Ach. Der war noch ein Jahr bei uns und dann fand er es wohl doof und dann hat er angefangen halt
Indie-Musik zu machen mit Tomte. Und ich hatte noch ein bisschen weitergemacht. Und wie viel seid ihr auseinander? T.S. Ullmann und ich, bestimmt 8 Jahre. Ja, okay. 7 oder 8 Jahre. Ja, der war dann halt in so einer, der war dann schon halt so über Pubertät raus und ich bin noch kurz vor Pubertät, ne? Und da konnte man das halt auch machen, aber ich habe das einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, die Kinder in der Schule fanden das nicht witzig, dass ich den Know-how gespielt habe, weil es halt auch doof aussah und man war halt irgendwie immer gefundenes Fressen. Aber ich glaube, es hat Blasmusik hat meiner Stimmbildung sehr, sehr viel gebracht. Und deiner Trinkfestigkeit. Und meiner Trinkfestigkeit, ja. Also, ganz ehrlich. Ja. So. Und damit waren wir halt divers und ich glaube, waren wir sogar mal in Finnland, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es schon so lange her ist und dazwischen halt das ein oder andere Blasekonzert gewesen ist. Verstehe. Ja, und als Sänger? Ja, und als Sänger? Chor, Kinderchor. So richtig als Bandmusik, glaube ich, mit 17. Und dann aber nicht, leider nicht aus dem Grund heraus, warum du angefangen hat, Musik zu machen, so, sondern hier, ne, das ist Bass, das ist Technik, das finde ich geil, ich will mich mal ausprobieren, sondern das ist eine Gitarre, ich kann 3 Akkorde. Wo sind die Girls? Hm. So, und dann haben wir angefangen. Klar, Mädchen haben mich nie interessiert, das ist. Ja, tut mir leid. So, also, du wegen der Mucke, ich wegen den Mädchen. Aber irgendwann ist das dann umgeschwungen, weil dann war da halt irgendwie mehr, was kann man denn noch schreiben? So, und wie kann man sich denn noch ausprobieren? Und es ging halt irgendwie weiter. Und so wie ihr halt das, wie hieß das, das weiße Rösslein, das weiße Ross bei euch gehabt hat, war es bei uns halt der alte Schlachthof Stade, den man mal gerne ausverkauft irgendwie haben wollte. Und dann stand man da so vor 400 Leuten und dachte halt, mega geil. Und dann haben wir halt Fun-Punk gemacht. Wir haben auch einen richtig schlechten Namen gehabt, und zwar Granny's Dream. Also Omas Traum. Granny's Dream, ja. Okay. Das war aber auch noch in der Zeit, wo es das Internet noch nicht so gab und wo man sich so, wenn man halt jetzt Granny's Dream eintippt, kommt man, da kommt man schon auf die eine X-Hamster-Seite oder so. Das gab es halt damals noch nicht. Ich dachte, das wäre ein guter Name gewesen. Ja, aber wir wurden damals halt auch schon damit sehr aufgezogen. Ja, du. Also ehrlicherweise war meine erste eigene Band auch natürlich eine Punkband, dann trotzdem, weil das war, was alle anderen dann auch viel gemacht haben. Und die hatten den fantastischen Namen Death für Taub. Auch richtig cool. Haben wir uns super überlegt mit 13. Und dann im Jutz in Homburg sah, vor dem Kassier reingespielt, was auch schon in dem Alter extrem fragwürdig ist, ehrlich gesagt. Und Katja, deine erste Band? Ich war nie in der Band. Ich habe immer versucht, auf Bands aufzupassen und denen irgendwie weiterzuhelfen. Schon früh eigentlich dann auch. Ich hab aber mal Orgel gespielt. So, jetzt kommen wir ja mal ins Eingemachte. Das war so schön uncool in der Pubertät. Weil so ich auch irgendwie Heimorgel oder was? Ich hatte dann auch so eine elektronische Orgel zu Hause und so. Und ich kann übrigens heute keine Noten mehr lesen, was ich sehr traurig finde, weil das hätte ich mir mal behalten können davon. Das ist wie Fahrradfahren, das kommt wieder. Voll. Weiß ich nicht. Doch, glaube ich. Auf jeden Fall, das ist auch das Wichtigste in der Musik, ist Noten. Ja, aber wenn du Musik verstehst, dann verstehst du es irgendwann, auch wenn du siehst, was du halt da machst. Manchmal gucke ich wieder in die alten Blasmusiknoten halt hinein und denke, so funktioniert es. Ah, hier, Griff 1-3, Griff 1-2, das ist ein A, wunderbar, kannst du lesen. Ich glaube, das schaffst du noch. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Aber Wollen wir mal eine Band machen, wo du Horn spielst, du Orgel? Und ich habe natürlich klassischerweise auch früher, ich habe mal Blockflöte gespielt, aber richtig ernst gemeint, ich habe sogar mal jugendmusiziert einen ersten Preis gemacht mit der Blockflöte. Mit der Blockflöte? Das könnten wir also Orgel, Horn, Blockflöte und wir nennen uns die Sexy 3. Ich würde aus produktionstechnischen Gründen, würde ich dann jetzt den Switch schaffen, den ich damals in meinem Kopf nicht hingekriegt habe, als Orgel so wahnsinnig, so, Alter, wie uncool ist das denn? Habe ich damals irgendwie, hat mir das keiner gesagt, ich bin da nicht selbst drauf gekommen, das von Orgel zu Keyboard ist ja jetzt... Den Schritt kann man schon gehen, so. Tja. So ein Keyboard ist irgendwie praktischer und ein Ticken cooler. Aber auch nur ein Ticken. Nicht also das Coolste. Keyboard ist. Dann bist du halt auf jeden Fall den, three on the block. So, ja. Three on the block. Und dann bist du aber unsere Frontfrau. Weil du musst dann ja, ne, weil wir mit dieser riesigen Heimorgel muss man vorne stehen. Richtig. Und du hast ja definitiv, wenn wir noch so eine alte Orgel nehmen, hast du ja auch noch so eine Drum Machine drin, wo halt noch so Samba und sowas. Ja, klar. Und dann sind wir praktisch so etwas wie Edna, bloß halt, was denn? Das ist der schlimmste Vergleich, den man denen antun kann. Aber ja, im Prinzip ist es das. Es ist Edna, bloß mit
Orgelhorn und halt eine Blockflöte. Genau, und du kriegst auf jeden Fall noch einen Vocoder auf deine Blockflöte. Easy, auf und jeden ich Fall. Halt auch. Und du singst dann aber Flanger auch, oder? Ich weiß nicht, ob das irgendwer möchte auf dieser Welt oder irgendwer braucht, aber niemand ja. braucht auch das Yoko Ono singen, ich mein, das trotzdem mit dem, getan. Also mit dem Samba-Ding im Hintergrund oder so geht das dann vielleicht auch. Wir schaffen uns einen guten Hintergrund. Mhm. Das heißt, du bist halt trotzdem halt auch immer noch Erfinder. Mhm. So. Mhm. Und nach außen, Erfinder, hast du noch irgendeinen guten Background, in so einem, weiß ich nicht, warst du früher Franzose und jetzt bist du Deutscher oder? Nee, das, also wenn ich eins sagen kann, dass ich nie Franzose war, ich habe seit der, in der zweiten, ich glaube ab der zweiten Klassenarbeit in Französisch durchgehend eine 5 gehabt, manchmal gespickt mit einer 6, das ist wirklich unfassbar, wie talentfrei ich im Französischen bin. Und nicht mal rausgerissen mit so einem easy Vokabeltest mit einer 3 zwischendrin oder auf so? So habe ich mich durch die Schulzeit. Das ist ein Abschnitt in meinem Leben, über den ich nicht reden will, weil er zu sehr weh tut. Aber man könnte auf jeden Fall sagen, dass du Franzose bist. Du siehst halt auf jeden Fall mehr aus wie Franzose als wie ein Italiener oder wie ein Deutscher. Das stimmt, ja, wahrscheinlich. Wenn ich nur ein Baguette unterm Arm habe. Ich wollte gerade nicht das Baguette erwähnen, ja, aber. Ja, doch, komm. Ich habe in deinen Augen habe ich doch Baguette gesehen. Das siehst war, du. Und was bin ich? Du Klischeepenner. Ich bin Klischeepenner. Genau, bin, du bist ein Klischeepenner. Von der Straße. Von der Straße weggecastet. Von der Stader-Gosse. Richtig. Okay, das wäre ganz gut. Und du warst schon immer. Katha ist schon immer. Die Orgelspielerin, die sich auf der Straße dich gefunden hat. Ja. Und dann bei der ersten Frankreich-Tour bin ich dann dazu. Aber halb taub. Halb, ich? Nein, ja, Katha, ja, wir müssen das dann nach von deswegen außen. Dann auch der Gesang. Halb taub. Ja. Deswegen ist auch nur halb gut der Gesang. Ja, es wäre nett, wenn jemand sowas sagen würde sogar schon, ja. Mhm. Finde ich gut. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Band. I'm in. Also ich bin auch schlicht voll und einfach I'm in. Alles klar. Können wir überhaupt bei dir produzieren? Ja. Gut. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe eine Orgel. Hast du? Nee. Aber bring einfach eine mit. Finden wir schon eine. Wir ja, das handliche Dinger sind das. Das stellen wir nach mit einem Nord oder so. Genau, im Video. Ja, finde ich gut. Ja, Software-Orgeln habe ich genug. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, was irgendwie noch wichtig wäre, ich finde es ganz, ganz, ganz toll, dass wir heute nicht angefangen haben, über Xavier Nadu zu sprechen. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Nein. Und dann im Zuge über Nena und dann im Zuge noch über Luke Mockridge, dass wir diese drei offensiven Themen halt einfach ausgeblendet haben und nicht darüber gesprochen haben, finde ich sehr, dass sehr wir sie nicht mal erwähnt haben. Aber dass ja, nicht mehr schön, dass du es jetzt erwähnst. Aber die Worte ich wollte Nena gesagt. Ich wollte noch mal sie einmal nur kurz erwähnen. Aber unangenehm. Fängt aber auch an wie so ein guter Witz. Genau. Sind Xavier Naidoo, Nena und Luke Mockridge in einem Flugzeug. Komm in eine Bar. Ja. Okay. Der Rest bleibt ja immer Wortfindungsprobleme, ich glaube. Okay, alles klar. Wenn du Bock hast, wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl. Findet man auf Spotify, den kann man folgen. Du kannst halt einen Song auf jeden Fall vom Big drauf machen. Von wem? Vom Big. Mr. Big. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Bei Mr. Big drauf. Oh ja, weiß ich auch schon welchen, ja. Ja, man muss aber sagen, welchen. Verrate ich noch nicht. Ja, aber den musst du jetzt ja sagen. Muss ich jetzt sagen? Ja, damit die Leute es ja auch wissen. Ja. Wir nehmen richtig Alive and Kicking von Mr. Big. Hast du noch was? Was hörst du gerade aktuell? Dijon, Alter. Auf jeden Fall Dijon. Das ist der neue heiße Scheiß aus den USA. Und es ist wirklich ein ganz toller Typ. Auch auf Insta, sag ich schon, auf YouTube haben die so Live-Sessions, wie die ihren Kram machen. Und der Typ ist sehr durchgeknallt, richtig. Dijon. Geil. Dijon, wie die Stadt. Hm? Genau. Ich dachte, wie Dijon, wie das Brot. Wie der Senf. Wie der Senf, mein Freund. Ja, ich habe keinen Empfang. Ich kann es nicht abchecken. Ja, das will ich hören und ich finde, das müssen alle hören. Dijon ist fantastisch. Ich glaube, dass dir das auch gefallen könnte, weil es sehr schön auf die Schnauze geht in gewisser Weise. Gut, dann wünsche ich mir auf unsere Liste und zwar von White Lies. Da waren wir jetzt auf dem Konzert auf dem Samstag. Irgendwie was? Ja, da waren wir auf dem Konzert auf dem Samstag. Auf dem Konzert auf dem Samstag fand ich ganz großartig. War, wie ich am Ende gesagt habe, ein sehr kompaktes Konzert. Eines der kompaktesten, in der du je warst? Ah, nach 2 Jahren. Was war das kompakteste? Das kompakteste Konzert, was ich jemals gesehen habe. Was machst du denn jetzt da? Das ist, jetzt habe ich Internet gehabt.
Das kompakteste Konzert, was ich jemals gehabt habe, war, ich glaube, unsere Release-Show vom ersten Album. Da ist uns nach 5 Minuten irgendwie der Verstärker abgeraucht und wir konnten keinen mehr wieder irgendwie an den Start bringen. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie gefühlt 3 Songs gespielt und dann war das Konzert auch schon vorbei. Das war auch richtig. Man kann sagen, das war kompakt. Das war kompakt. Also kompakt in die kompakt. Hose. Genau, kompakt. So. Und weil White Lies so ein kompaktes Konzert gemacht haben und ich total fasziniert davon bin, wie viele gute Songs sie geschrieben haben, wünsche ich mir, hört mal hart. Geil. Sag mal, darf man ja eigentlich Werbung machen für andere Podcasts? Kannst du machen, aber du könntest ja Katharina auch noch die Möglichkeit geben, vielleicht hat sie ja auch noch einen Musikwunsch. Ja, stimmt. Zum Beispiel, ich wiederhole meine Frage. Zum Beispiel Geiles Leben. Ja. Nee. Ehrlicherweise, ich war mir relativ sicher, dass du dir das wünschst. Nee, auf keinen Fall. Aber ist nicht passiert. Du musst erstmal den Text lesen, damit du überhaupt mal Bescheid weißt. Nein, das Ding ist einfach, diese Playlist ist nicht für Protestsongs gemacht. Okay, ist eine ist eher eine mainstreamige Liste, ich merke schon. Ich habe seit Samstag, seit diesem unfassbar kompakten, aber wie ich finde, sehr geilen Konzert, einen Ohrwurm, den möchte ich teilen mit der ganzen Welt. Die haben tatsächlich ihren großen Hit Bigger Than Us als letztes gespielt und er ist immer noch in meinem Kopf. Das war ein kompaktes Konzert, wenn euch das beide so beeindruckt hat. Ja. Ich will auch mal auf so ein kompaktes Konzert gehen. Sag Bescheid. So, jetzt mache ich noch Werbung für meinen eigenen Podcast. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Der muss bitte auch sein. So, ihr schön. Hast du lange keine Folge gemacht? Ja, aber das ist einfach so. Ja, gut. Dann mach doch mal kurz Werbung für deinen eigenen Podcast. Das schneidest du raus danach, ne? Ja, natürlich. Ich sehe das schon in deinen Augen. Jetzt ja, mach schnell. Ist egal. Geht mal zu Tourgespräche, das ist super. Tourgespräche? Ja, das ist richtig nerdiger Talk zwischen Musikern. Deswegen, da machen wir uns auch wirklich keine, glaube ich, keine Konkurrenz. Nein? Nee, um was geht's denn da? Wie man sich auf der Bühne fühlt vor 10.000 Leuten und das halt der plus, eine Typ 10, halt 10.000 plus. 10.000 plus. Nee, geht, ich unterhalte mich mit Kollegen aus dem Business, aber nicht mit den Frontleuten, weil die haben oft genug ihre Spots, sondern ich unterhalte mich mit anderen Instrumentalisten, aber auch mit TechnikerInnen und über deren Job auf Tour bei Konzerten und so alles andere auch. Cool. Ja, das, ich mag's. Klingt auf jeden Fall wie so ein Podcast aus Hamburg. Voll. Wobei ich den aus Mainz gestartet habe. Aber es ist und vor allen anderen, ich habe 2015 damit angefangen. Da hat noch niemand gewusst, was ein Podcast ist. Nee, das stimmt. Dafür bringe ich alle Jubeljahre eine Folge raus. Im Gegensatz zu hier, wo wir schon bei Folge 109 sind. Wahnsinn. 109. Wie viel hast du schon? 20? Nee, ach, 40 oder so. Aber Da geht es ja auch nicht um Quantität, sondern eher um Qualität. Genau, ganz im Gegensatz zu hier. Richtig. Deswegen bin ich ja da. So, das war deine erste Folge als Gastgeberin. Hast du dich einigermaßen wohlgefühlt? Hätte man was anderes machen können? Hab ich dir genügend Platz gelassen? Ja, das passt schon so. Ich habe das Gefühl, ich müsste, um Daniel ordentlich zu vertreten, irgendwie ein bisschen fieser, krasser, gehässiger sein, aber vielleicht schaffe ich das die nächsten Wochen ja noch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich finde das richtig faszinierend, dass du es gemacht hast, das will ich nochmal öffentlich sagen. Ich finde das super, weil du ja nicht so ein vor dem Mikro-Typ bist, sondern eher so hinter aber der Bühne-Typ. Ich singe ja jetzt demnächst auch in meiner neuen Band. Das ist wahr. Three on a Block. Ich freue mich total drauf. Oh, wir werden die ganze Spotify-Liste damit fluten, mit jedem Track von uns. Edna, wer bist du? Ja, so. Never heard of her. Also, das wird super. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche und würde ich einfach sagen, vielen Dank, Markus. Danke. Vielen Dank, Kada. Und dann vielen Dank, liebe Hörerinnen. Bis die Tage, ne? Bis die Tage. Jo. Tschüss. Verabschiede dich, Kada. Tschüss. Ciao. Ganz nah rangehen, das ist ein schöner ASMR-Effekt. ASMR, ja, komm. Mach ganz okay, normal. Jetzt noch was erotisches Geräusch. Das macht mir Angst. Hör doch mal ein ASMR. Ich möchte, dass es aufhört, bitte. Tschüss. 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 Willkommen zu Daniels kleiner Tour-Ecke. Ich bin momentan nicht in Hamburg und dementsprechend auch nicht beim Podcast dabei. Das ist sehr schade, aber Hauke hat ja immer wahnsinnig tolle Gäste und wahnsinnig tolle, wie nennt man das, Mitmoderatorinnen für mich ausgesucht. Und ich bin auf der Schlagerfest XXL-Geschichte mit Matthias Reim, mit Florian Silbereisen, mit Christian Anders, mit Marianne Rosenberg und mit 80.000 anderen wahnsinnig. Oli P. habe ich vergessen. Und heute ist der erste Tag. Und ich kann sagen, der Begriff Skinny Jeans bekommt bei Matthias Reim eine ganz neue Bedeutung. Definitiv.
Also ich habe noch nie solche Beinchen gesehen. Der absolute Knaller. Jürgen Dreh schnurrt sich Kippen, sieht aus wie 100. Ich habe schon gesagt, so, dass er spätestens morgen auf jeden Fall eine Schachtel Kippen mitbringen muss, die er mir geben muss. Weil so viel Kippen, wie ich ihm schon gegeben habe, so, naja, mal gucken, ob das gemacht wird. Ansonsten ist es großartig hier. Tolle Crew, alles super. Wir sind heute in Riesa. Riesa ist ein bisschen hässlich, muss ich mal sagen. Und die Leute, die hinkommen, sind auch leider hässlich. Und alle betrunken, was ganz, ganz schlimm ist. Ich mag ja keine betrunkenen Menschen. Ich werde jetzt jeden Tag irgendwie versuchen, so einen kleinen Schnubbi hier zu machen, so einen kleinen Schnack. Und Hauke baut das dann in unseren tollen Podcast ein. Und vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen Star, die hier mit sind, nochmal an mein Handy, dass sie auch noch eine kleine Grußbotschaft an euch draußen schicken. Wir werden es sehen.